Kaffeeaufträge abschließen, das lohnt sich doch immer. Wir gucken mal am Wolchow, was wir da so haben. Und das sieht auch schon wieder gut aus. Guck dir mal diese Preise an für Fische, die man ziemlich leicht fängt. Also, was kriegt man hier locker rausgestippt? Zum Beispiel die Laube kriegt man hier locker rausgestippt. Also, ab zum Wolchow und Laube stippen. Das gucken wir uns gleich an. Nächstes Dingen, man könnte auf Quappe gehen. Auch das durchaus möglich, aber da muss man schon sagen, 5 Kilo Quappe, könnte schwierig werden, aber durchaus eine Möglichkeit, so die Nacht zu verbringen. Auch in der Nacht immer wieder ganz erfolgreich ist Zanderangeln. Auch das ist natürlich eine Challenge. 4,7 Kilo zieht man nicht mal eben so raus. Die meisten sind so bei 2 bis 3 Kilo. 4,7, ja, aber durchaus möglich. Und was auf jeden Fall machbar ist, Hechtangeln. Im letzten Video an der alten Festung zum Hechtangeln, ich verlinke es nochmal, da habe ich es ja schon angesprochen. Hechtangeln, gerade auch mit Kaffeeaufträgen, lohnt sich übelst. Und wenn die Aufträge relativ frisch reinkommen, dann sind die Preise auch noch ziemlich hoch. Also sie gehen halt mit der Zeit immer weiter runter, aber so sieht das doch schon ganz gut aus. Ich würde sagen, wir starten mit Hecht. Wir gucken gleich mal auf die Uhrzeit. Hecht oder Laube. Und danach geht es weiter auf Zander, beziehungsweise gleichzeitig auch noch auf Quappe. Also, es ist 11 Uhr, das heißt, wir haben gerade Mittagsflaute für die Hechte und dementsprechend gehen wir hier jetzt auf Laube. Also, simples Setup, das hier sind die billigsten Bollo-Routen im Game. Man kann auch einfach nur eine Stippe nehmen, die Stippe, die man hat, zack, auswerfen hier, locker rausgeworfen. 18er Haken am besten, ganz flach eingestellt, also flach, zack, und da haben wir schon sofort einen Biss. Und bam, die erste Laube haben wir schon drin. Also, so geht das doch ratzfatz. Ich muss gleich mal gucken, ich glaube, es waren 40 Gramm Lauben, ne? Also 40 Grammer und dann eins nach dem anderen absolvieren. Zack, die nächste sofort, das sieht doch schon gut aus. Jawohl, ein bisschen löt. Aber so geht das jetzt weiter hier mit der Laube. Jetzt machen wir eben die Laube voll. Danach direkt hier nebenan versuchen wir es auch sofort weiter auf den Hecht, wenn denn die Uhrzeit dann gleich passend ist. Also, da müssen wir gleich gucken, ob das dann passt von der Uhrzeit. Übrigens von den Laubenködern auch gerne mal sowas wie Perlgraupenbrei einfach verwenden. Perlgraupenbrei, gar nicht sowas Spektakuläres. Simpel, na klar, mit der Fliege, Zuckmückenlarve, also gibt es verschiedene Köder. Aber hier am Wolchow kann man sich ja eh alles kaufen, sollte auch alles immer vorrätig sein. Ja, komm, bisschen noch. Und weiter. Gar nicht so lang treiben lassen. So, und direkt raus damit und weiter probieren. Im Idealfall nimmt man natürlich 2 oder 3 von den Routen. Dann hat man da nochmal ein bisschen mehr Action und hat das schneller abgeschlossen. Was haben wir jetzt hier? So, auch auf 18 cm. So, perfekt. Route 1, Route 2 ist angelegt, jawohl. 2 Routen reichen mir, ist mir sonst ein bisschen zu stressig. Jawohl, der Fisch ist dran. Und die nächste. Ja, Laubenstippen übrigens auch. Durchaus immer wieder eine Option, wenn man dann natürlich das verwenden will fürs Köderangeln. Das wäre natürlich auch durchaus eine Möglichkeit. Da hatte der Stunny mir auch noch geschrieben, Alden, Zander auf Laube läuft auch gerade ganz gut. Aber das ist natürlich auch wieder ein bisschen eine Challenge. Das muss man auch erstmal haben, den Zander, das Köderfischen. Und das Köderfischen, ja, das musst du eben auch mit einem passenden Setup machen und so weiter. Aber grundsätzlich, wenn noch der Zander irgendwo geht, dann geht er auch bestimmt auf Kunstköder. Auch das testen wir gleich nochmal. Eine dicke Laube darf noch reingehen. Und dann haben wir es hier auch schon. Na, haben wir die hier? Ja, das reicht. Also, damit haben wir jetzt hier alle benötigten Lauben zusammen. Das waren jetzt 5 Stunden, 6 Stunden in-game ungefähr. Was sagen die Lauben? Das sagen die Lauben. Also ratzfatz mal eben hier die Lauben rausgezogen. Und das bedeutet, wir können den ersten Auftrag auch schon abschließen und haben jetzt hier in 6 in-game Stunden zack 7 passende Lauben gefangen.
und in der kurzen Zeit, das waren jetzt ungefähr 10 Minuten, 42 Silber schon mal gemacht. Und das Schöne ist, die Laubenaufträge gibt es auch immer mal wieder in groß und in klein. Also kleine Lauben sind immer mal wieder mit drin. Es gibt verschiedene Laubenaufträge. Heißt also, wenn da direkt zwei Aufträge drin sind, lohnt es sich nochmal umso mehr. Ja, von der Uhrzeit her haben wir jetzt ungefähr, ja, gleich 16 Uhr. Das bedeutet, wir gehen jetzt auf Hecht. Und kurz danach, jetzt müssen wir gucken, dass wir den schnell kriegen, danach gehen wir auch direkt auf den Zander noch. Also, schnell auf Hecht bedeutet, wir holen uns hier eine schöne Route, zack, und direkt raus mit der Route. Und dann ist es natürlich, dann wird es natürlich ein bisschen tricky. Also, wenn man schon mehr und bessere Köder kann, fängt man dann natürlich auch schneller zweimal einen 2 Kilo Hecht. Bedeutet also, wenn man sowas wie Topwater-Köder zum Beispiel kann, zack, naja, haben wir erstmal einen Barsch. Ich glaube, der Barsch war auch drin, ne, als Kaffeeauftrag. Dann haben wir natürlich schneller die Hechte zusammen. Aber man hat ja Zeit in der Regel. Ne? Also man muss ja das nicht so super stressig machen. Ich versuche das jetzt halt innerhalb kürzester Zeit alles abzuschließen. Aber man kann das ja auch relativ entspannt machen. Natürlich auch mit Jerkbait zum Beispiel. Auch das ist eine Möglichkeit. Einfach da vorne hin vor das Schilf werfen. Und dann hier so locker durchziehen. Ein bisschen gieren. Und dann ballern auch gleich die Hechte hier rein. Ja, das Hecht-Setup sollte natürlich passend sein, heißt also ausreichend dicke Schnur, also dass der Hecht hier bei Fluorocarbon nicht durchbeißt. 27 Kilo plus, wenn man so eine, sagen wir mal, so rund 70-prozentige Sicherheit haben will, dann geht man so in Richtung auf 31 oder 35, da steigt die Sicherheit und bei 55 Kilo Fluorocarbon ist man vielleicht so schon bei 90 plus Sicherheit, dass der Hecht das nicht durchbeißt. Ansonsten gehst du einfach mit Stahl rein. 45 Kilo Stahl oder was, dann bist du da ja 100% sicher, das beißt der Hecht nicht durch. Und dann lübt das Ganze hier irgendwann auch mit dem Hecht. Ich brauche allerdings hier gerade noch zwei. Das heißt, ich muss gleich noch ein bisschen Köder testen. So, letzte Mal auswerfen. Ja, jetzt haben wir es natürlich schon spät. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich so langsam einigermaßen den passenden Köder rausgekriegt habe. Zu viele kleine Hechte, erst einer mit 2 Kilo. Also das ist natürlich auch ein bisschen tricky, aber naja, immerhin einen schon im Sack. Vielleicht ballert gleich noch was rein oder ich nehme den dann gleich in den Morgenstunden. So, machen wir nochmal den einen Wurf und dann geht es jetzt gleich weiter zum Zander-Spot, wo eben der Zander auch gerade ganz gut laufen soll. Und dann jiggen wir gleich auf Zander. So, und da sind wir auch schon. Eine der wichtigsten Stellen hier am Gewässer, am Wolchow. Und da geht es jetzt rein auf Zander. Und das am besten mit dem Provoker zum Beispiel. Denn Zander reagiert wohl gerade ganz gut auf Laube. Und wenn wir hier so einen Provoker nehmen, der ja so fast wie eine Laube aussieht, dann haben wir doch vielleicht die Chance, auf Zander oder auf Kunstköder noch Zander zu fangen, ohne dass wir hier teure Lauben oder schwer zu fangende Lauben verangeln. Beziehungsweise, wenn man das Setup halt noch gar nicht hat, dann sollte das doch auch gehen. Also locker rein. Ich muss gleich mal gucken, ob ich vielleicht ein bisschen langsamer jigge. Gerade bin ich hier bei Tempo 50, zack, und da kommt auch schon der Biss. Und das ist auch schon gut. Erster Einschlag, erster kleiner Zander. Ganz so riesig wird er wahrscheinlich nicht sein. Ziel wäre jetzt natürlich über 5 Kilo. Also das wäre natürlich der Hammer, wenn wir da einen fetten Zander abhaken können. 2,6 passt aber auch schon. Also direkt, hoppala, direkt nochmal raus, Entfernung. Ich lade hier so halb auf. Ich denke mal, das sind so ungefähr 30 Meter, die ich rauswerfe hier an der Stelle. Wo ist das? Hier unten auf 71-100. Wie gesagt, einer der wichtigsten Spots hier. Selbst fürs Brassenangeln, fürs Aalandangeln, für Z-Fische und so weiter und so weiter. Findest du hier auf der Playlist zum Wolchow zig verschiedene Fische, die man hier probieren kann mit verschiedensten Montagen. Und offenbar ist auch der Zander gerade hier. Und dann nutzen wir das doch aus. Ich habe vorhin schon ein bisschen rumprobiert hier an der Stelle. Es funktioniert tatsächlich auch, wenn man einfach nur einleiert. Tempo 1 bis 3, also super langsam. Dann das automatische Einkurbeln. Auch das verlinke ich nochmal, das letzte Video. Das geht ja jetzt ein bisschen anders, das automatische Einkurbeln.
Und dann lübt das ganz gut. Kann man hier einfach mal so für nebenbei, so halb AFK, so ein bisschen die Zander rausziehen. Guck mal, hier unten war das. Das war noch anfangs ein bisschen gejiggt und auf einmal kam hier die paar Zander auch schon rein. Und das Schöne ist, auch beim Zander lohnt es sich. Der Zander wurde vor einigen Monaten auch ein bisschen gebufft. Also dementsprechend kann man mittlerweile auch ganz gut Cash machen mit Zander. Jetzt teste ich natürlich doch noch ein bisschen andere Köder. Was geht noch? Neben dem Provoker könnte man natürlich auch hier die Schaumgummis nehmen. Auch durchaus eine Option. Weiß in der Regel. Lynx Minnow, gucken wir mal. Weiß passt auch ganz gut. Genau, der 80er in Weiß oder in Gelb. Weiß und Gelb klappt immer mal wieder ganz gut für Zander. Oder auch mal so grünlich. Kann auch immer mal wieder gehen. Gucken wir mal, was jetzt hier. Ich teste erstmal so die ganzen Weißen durch. Schön die kleinen Fischchen sozusagen imitieren. Und dann mal gucken, ob da was läuft. Und es wäre natürlich richtig, richtig krass, wenn da ein dicker Brocken rausgeht hier vom Land aus. Ja, aber ich glaube, ich müsste mein Setup gleich nochmal ein bisschen umändern. Denn jetzt hier mit so einem ganz dicken 30 Kilo Setup, so ein hechtsicheres Setup, das brauchen wir ja jetzt hier gar nicht. Ich gehe lieber ein bisschen feiner rein und dafür gehe ich dann vielleicht doch eher, oder kriege ich vielleicht doch eher noch ein bisschen was Scheueres. Einen größeren Fisch. Wir gehen mal hier so auf 19 Kilo. Ähnlich wie mit dem Hecht-Set Start. Also mit so 19 Kilo ist man da, glaube ich, ganz gut bedient. 15 Kilo wäre aber wahrscheinlich auch noch durchaus eine Möglichkeit. So, locker raus damit. Bremse natürlich dementsprechend erstmal wieder runter machen. Absinken lassen und dann immer eine Umdrehung machen und dann ist man schon im Jig. Tempo 50 gerade, eine Umdrehung und rein in den Jig. So soll das. Oha! Oha, 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 oha. Doch noch einer reingegangen beim... Ne, noch ein Barsch. Also, Zander, schwierig gerade hier an der Stelle. Wahrscheinlich doch deutlich besser noch auf Laube. Aber wie gesagt, die ersten paar waren hier drin. Zum Beispiel auf dem Schaumgummi 1 oder hier auf dem Provoker Nummer 6. Provoker Nummer 6. Also je nach Wetter auch hier wieder Provoker Nummer 6. Den habe ich auch gerade hier wieder drin. Und dann, wie gesagt, hier auf 25 Meter weit raus. Genauso kann man dann natürlich auch gleichzeitig, wir sind ja nur mit einer Rute aktiv, mit zwei weiteren Ruten hier auswerfen auf Quappe testen. Einfach Fischfetzen rein und dann probieren. Ja, das war jetzt gerade das Durchleiern. Und dann kann man das Ganze natürlich aber auch wieder ganz aktiv machen. Ja, wir haben 5 Uhr morgens. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal schnell zurück zum Hecht und teste jetzt mit dem gerade rausgefundenen Köder, also mit dem roten Köder, nochmal auf den Hecht, dass ich zumindest da noch die 100 Silber oder über 100 Silber für den Hechtauftrag abschließen kann. Ja, auch zum Zander findest du auf dem Kanal hier einige Videos. Einfach mal gucken in der Playlist Wolchow und dort nach Zander. Da sind auch schon einige, also verschiedene Spots, die man dann auch testen kann. Ähnliche Köder, einfach immer mal wieder auf Jig, einfach die verschiedenen Spots testen. Und natürlich wichtig beim Zanderangeln, dass wir die Uhrzeit im Blick behalten. Und ich wollte ja noch nicht abgeben, ich wollte erst noch den letzten Hecht fangen. Na, guck, einfach mal den Spot gewechselt und da ist er doch, der letzte Hecht. Also, auch direkt hier die kleine Schilfkante funktioniert. Man muss gar nicht weit laufen, um die Kaffeeaufträge zu absolvieren. Zack, also 122 Silber für die beiden Hechte. Das schmeckt doch, ja, 4,5 leider nicht. Okay. Und das ist ja schon eine richtig fette Trophy. Den haben wir natürlich auch nicht drin. Aber den Zander, den werde ich gleich noch mal ein bisschen weiter probieren. Denn der macht natürlich auch immer wieder Bock. Und wie gerade schon gesagt, es lohnt sich natürlich auch immer wieder. Hier so ein Zander mit 16 Silber für nur, sortieren wir mal eben, 16 Silber, 19 Silber. Also die Zander, die lohnen sich übelst. Und ich habe sogar noch von vorhin eine Quappe in der Tasche. Würde hier 30 Silber bringen. Gucken wir mal eben rein. Die war hier auf Fischfetzen. Direkt natürlich am klassischen Aalspot. Also hier vorne ausgeworfen auf 20 Meter. Auch dazu gibt es natürlich Videos. Einfach mal reinschauen, wenn du nicht sicher bist, wo. Und die war doch gerade noch drin, oder? Nee, die ist gerade rausgegangen. Oh!
Ja, die hätte ich mitnehmen können. Schade. Egal. Vielleicht kommt wieder was rein. Also, verkaufen das Ganze und weiter gucken nach weiteren Kaffeeaufträgen. So im Großen und Ganzen, den lassen wir auch hier. 130 nochmal dazu. 140, wie gesagt, gerade schon durch den Kaffeeauftrag. Beziehungsweise hier nochmal 40 durch den Kaffeeauftrag. Und jetzt heißt es weiter gucken. Wenn man Premium hat, kann man ja hier einfach sich durchklicken, ohne zu reisen. Das heißt, jetzt wird wieder geguckt, wo kann man mal wahrscheinlich schnell einen Auftrag abschließen. Windenbach mit Hecht und Zander. Keine gute Idee. Hecht ist auch schon schwierig. Zander, gerade in der Gewichtsklasse, Finger davon lassen. Aber da eher Kaulbarsch und Muschel. Alte Festung wäre jetzt vielleicht die Brasse noch interessant und die Schleie, das wäre schnell zu erledigen. Und Belaya, ja, da gehen wir natürlich auch gerne noch rein. Die Esche, die schließen wir doch auch relativ schnell ab. Und hier am Kuori die Hechte. Ja, also, ihr seht, es geht ratzfatz. Also, man kann ratzfatz gerade diese kleinen Aufträge mit Hecht sehr schnell abschließen und damit ganz gut Cash zusätzlich machen. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags, 19 Uhr. Petri.